In den nächsten 30 Minuten geht es um sexuelle Gewalt und explizite Beschreibungen davon. Für diesen Film recherchiere nicht ich, sondern sie hier, Leni. Bilder von mir von KI jünger gemacht. Als vermeintlich 12-Jährige wird Leni im Netz von Männern angeschrieben. Lege meine rechte Hand um meinen Schwanz, streichle mit dem Daumen zärtlich über die Eichel und verreibe meinen Safte. Sich Online-Kindern für Sex nähern, nennt man Cyber-Grooming. 3 Monate lang gewinnt Leni das Vertrauen der fremden Männer. Aber welche Taktiken nutzen Täter? Nico ist mit 10 Opfer. Dass der halt zum Beispiel gefragt hat, oder ob man halt schon angefangen hat zu masturbieren oder wie das bei seinen Kumpels ist. Celine verfolgt mutmaßliche Täter online. Wie viele Männer hast du an die Polizei übergeben? Auf jeden Fall im höheren zweistelligen Bereich. Auch zu Hause sind Kinder nicht sicher. Missbrauch heißt nicht, er trifft sich mit dem Kind. Missbrauch ist auch vor der Kamera. Videos davon landen im Netz, sogenannte Kinderpornografie. Gegen deren Verbreitung kämpft die Polizei. Schlussendlich ist uns das auch bewusst, dass die Kinderleben, die wir dort potenziell retten, an sich schon auf Ewigkeit versaut sind. Wer sind die Täter aus dem Netz? Schämen Sie sich, dass Sie jetzt auf der Seite der Geschichte stehen? Ja. Hast du schon eine weibliche Figur? Aber du träumst schon manchmal von sexuellen Aktivitäten? Würdest du gerne mal blasen? Diese Nachrichten schreibt ein Mann Ende 40 mir im Glauben, ich sei 12. Alles beginnt vor 3 Monaten. Ich bekomme aus meiner Community einen Tipp, dass sich auf der App Fliss, einer Quiz-App, Erwachsene herumtreiben, die Kontakt zu Kindern suchen. Also erstelle ich mir ein Profil, Leni 2010. Theoretisch ist die App ab 16, praktisch kann man aber einfach irgendein Geburtsdatum eingeben. Sofort schreiben Leni Männer. Im Chat mache ich klar, Leni ist erst 12. 12 aus Frankfurt. Durch künstliche Intelligenz mache ich Bilder von mir jünger. Eigentlich verhalte ich mich in den Chats passiv. Schreiben mir die Männer aber sexuelle Nachrichten, biete ich eine Handynummer an, um mehr über die Männer zu erfahren, die mit einer 12-Jährigen schreiben. Ja, ich würde sagen, Leni lebt. In Görlitz begleite ich eine Sondereinheit der Polizei, die gegen Cybergrooming und Kinderpornografie kämpft. 3.30 Uhr. Das ist Hauptkommissar Steffen Mehnert. Cybergrooming beschreibt die gezielte Anbahnung sexueller Kontakte übers Internet. Täter gehen online auf Kinder zu mit dem Ziel, sie sexuell zu missbrauchen oder sie zum Erstellen von kinderpornografischen Inhalten zu drängen. Kriegen wir das schön, dass das nie eskaliert? Wird schon passen. Die erste Durchsuchung? Der Haushalt einer 7-köpfigen Familie, aus dem ein Kinderporno auf Reddit hochgeladen wurde. Steffen vermutet, dass den Clip eins der minderjährigen Kinder online gestellt haben könnte. Also im Bestfall komme ich dort so weit, dass ich einfach nur sagen kann, ich dokumentiere das fotografisch, habe mit dem, wenn der kooperativ ist, ein ordentliches präventives Gespräch. Ja, mach das nicht nochmal, weil es ist für mich auch vergleichsweise Zeitverschwendung. Klar, ja, verstehe ich. Also es geht am Ende ja darum, dass ich eigentlich den tatsächlichen, auf gut Deutsch, oder den Missbrauchstäter halt eben in den Knast bringen möchte. Ja, so. Spoiler, am Ende wird der Fall anders ausgehen, als Steffen vermutet. Beim Haus angekommen, klopfen 4 Gestalten die Familie wach. Um die Identität der Tatverdächtigen zu schützen, pixeln wir. Ich darf bei der Durchsuchung dabei sein, die Kamera nicht. Zuerst werden alle Familienmitglieder geweckt und versammelt. Die Polizei hofft, dass der Schuldige einfach gesteht. Zwischenfazit nach 1 Stunde Durchsuchung. Keiner wollte sich irgendwie dazu bekennen. Und dann ist der eine... Da wurde einer der Söhne angesprochen vom Hauptkommissar und hat gesagt, hast du vielleicht was dazu sagen? Dann ist er ganz blass geworden, konnte plötzlich nicht mehr stehen, musste sich hinsetzen. Man hat auch gemerkt, dass es denen teilweise peinlich war. Du gehst in die Zimmer von denen. Ich will auch nicht, dass jemand einfach so unangekündigt in mein Zimmer kommt. Der eine Sohn, der ist irgendwie 18, hatte Nacktbilder von seiner Freundin auf dem Handy. Das darf er auch. Ne? Plötzlich durchsucht das ein Polizist. Klar, Hausdurchsuchungen sind ein extremer Eingriff in die individuelle Freiheit. Aber der Besitz von Kinderpornografie rechtfertigt diesen. Am Ende stellt sich der Sohn, der eben noch fast ohnmächtig wurde, als Tatverdächtiger heraus. Auf seinem Handy befindet sich noch mehr Kinderpornografie. Und hat auch zugegeben, dass er pornosüchtig ist und dass es ihn sogar mit 17 Jahren geil macht, sich Kinderpornografie anzugucken. Und das war jetzt nie so, wie ich das erwartet habe. Also ich hatte eigentlich gehofft, dass... Das ist eigentlich bloß ein Fehler ist. Aber das war gravierender eigentlich als gedacht, ne? Offensichtlich haben wir da
kann man jetzt auch positiv betrachten, frühzeitig jemand festgestellt, der da eine Neigung hat, die eventuell auch mal gefährlich sein kann. Früherkennung lässt Prävention in der Theorie erstmal einfach klingen. Die Praxis sieht anders aus. Dass er jetzt am Anfang seines Lebens noch nie so richtig weh ist, wohin er gehen will. Sicherlich wird das jetzt rein von, ist auch nicht böse gemeint, aber von dem, wo er herkommt, wie er aussieht, auch nicht so leicht haben mit den Mädels. Sozialkontakt wird halt eher schwierig sein. Zumindest sieht es auch nie auf seinem Handy so aus, als hätte er welchen mit Leuten, die er kennt. Nachdem du den Eltern klar gemacht hast, dass es hier schon wirklich um viel Kinderpornografie geht, hat die Mutter ja angefangen zu weinen und dann sagte der Vater, soll er sich eine Freundin in seinem Alter suchen und dann passt das schon. Oh. Ich glaube, diese Weitsicht, dass das nicht unbedingt so ist, hat denen gefehlt. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe darauf, dass die einfach hilflos sind und sich dann früher oder später bei mir melden. Während ich emotional noch immer im Haus dieser Familie bin, fokussiert sich das Team auf die nächste Durchsuchung. Wir gehen zuerst an die Arbeitsstelle, fragen, ob er da ist. Und wenn er da ist, dann nehmen wir ihn mit. Der nächste Beschuldigte wurde schon mal wegen Besitzes von Kinderpornografie verurteilt. Überraschend irritationsfrei reagiert die Arbeitsstelle, als vier Beamte den Beschuldigten abholen. Ich glaube, daran, dass der Grund für die Mitnahme Kinderpornografie sein könnte, denkt bestimmt auch niemand. Mit sowas hat schließlich keiner was zu tun, den man kennt. Beim Beschuldigten zu Hause bleibt die Kamera während der Durchsuchung wieder draußen. Also der hatte 1600 kinderpornografische Bilder auf seinem Rechner. Und ich habe auch welche gesehen. Bilder, die ich nie vergessen werde, hat dieser Mann mutmaßlich zum Spaß konsumiert. Der war von seiner Haltung so ganz seltsam, weil er war total hilfsbereit. Und hatte so ein bisschen den Eindruck, dadurch, dass er jetzt auch so tut, als fände er das ganz schlimm, würden wir ihm jetzt so ein paar Fleißpunkte oder so geben. Das war ganz seltsam. Kooperativ beschreibt seine Haltung wohl besser. Als wäre er nicht selbst für das verantwortlich, was die Polizisten auf seinem Rechner finden. Übrigens, viele Menschen mit pädophiler Neigung werden nie zu Tätern. Keiner sucht sich aus, pädophil zu sein. Betroffene können sich an das Netzwerk Kein Täter werden wenden. Aber wer Kinderpornografie schaut oder besitzt, wird zum Täter. Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch. Zurück zu Leni. Ich schreibe mittlerweile mit 8 Männern. Manche machen sich strafbar. Ein Mann zum Beispiel will, dass Leni sich vaginal etwas einführt. Er schreibt: Deine Mama macht das auch. Die hat bestimmt irgendwo was dafür. Weißt du, das muss man sich mal vorstellen. Im Prinzip fragt er mich: Guck doch mal, ob deine Mutter einen Dildo hat, den du benutzen kannst, um ihn dir reinzustecken. Fast alle betonen, dass die Chats geheim bleiben müssen. Weiß deine Mutter, dass du mit mir schreibst? Nein, ich rede mit ihr über sowas nicht. Okay, bleibt unser Geheimnis dann, liebe Leni. Sonst ist sie noch böse auf dich und das will ich nicht. Sich als Kind im Netz ausgeben, das macht Celine seit Jahren in ihrer Freizeit. Beruflich ist sie im Einzelhandel tätig. Sie hat schon mehrere Tatverdächtige an die Polizei gemeldet. Ihre Motivation ist persönlicher Natur. Ich wurde als Kind selbst 7 Jahre lang sexuell missbraucht vom besten Freund meiner Eltern. Und das war ein harter Weg, heute da zu sein, wo ich jetzt bin. Dass Sex mit Erwachsenen nicht normal ist, hat sie erst im Sexualkundeunterricht erfahren. Das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, so warte mal, ich kenne das alles. Und warum kennt ihr das nicht? Was ist mit mir falsch, mit euch richtig oder was ist mit euch falsch und mit mir richtig? Ich wusste überhaupt nicht, wo das einzuordnen ist. Celine verarbeitet ihre Vergangenheit, indem sie anderen hilft. Aber warum führt die Polizei nur selten solche Scheinkind-Operationen, wie Celine und ich sie machen, durch? Dazu spreche ich mit Professor Dr. Thomas Rüdiger, Cyberkriminologe. Die Polizei unterliegt dem sogenannten Legalitätsprinzip. Das bedeutet, jeder Anfangsverdacht einer Straftat muss auch verfolgt werden. Der Vorsatz ist bei erster Kontaktaufnahme aber nicht zwingend erkennbar. Jetzt ist das Problem, schon in dieser Kommunikation, auch ohne jede sexuelle Interaktion, kann ja Cybergrooming stecken. Woher weiß jetzt die Polizei, ob das jetzt ein Versuch des Cybergrooming ist und der Versuch wurde vor 2 Jahren extra unter Strafe gestellt? Heißt umgekehrt auch, verdächtige Online-Kontaktaufnahme kann schon angezeigt werden. Das wird typischerweise erst dann angezeigt, wenn auch etwas passiert ist. Was aber nicht Cybergrooming juristisch braucht. Also man muss es nochmal sagen, Cybergrooming braucht nicht, dass es zu einer sexuellen Missbrauchshandlung kommt. Aber Gefahr lauert für Kinder auch rein digital.
Missbrauch heißt nicht, der trifft sich mit dem Kind. Missbrauch ist auch vor der Kamera gegeben. Auch wenn das Kind Handlungen an sich selber macht, es gibt auch Täter, die wirken auf die Kinder ein, dass sie ihre Geschwister missbrauchen. Auch alles nur vor der Kamera. Celine hat schon viele mutmaßliche Täter an die Polizei übergeben. Die Verhandlung zu einem Fall steht an. Celine zeigt mir die Chats mit dem Tatverdächtigen. Er schreibt, darf ich dich mal treffen, zum Eis einladen oder was du möchtest? Und sie schreibt, weiß nicht, habe ich noch nicht gemacht. Und er sagt, irgendwann ist immer das erste Mal, tust gerne Eis essen. Sie schreibt nur, geht. Er sagt, oder was lieber, Pizza, Döner. Also ich bin ihm ja auch gegenüber sehr abweisend, ne? Aber das interessiert ihn nicht. Also er versucht da trotzdem immer noch einen Schritt weiter zu gehen. Und selbst wenn ich schreibe, nee, möchte ich nicht, mag ich nicht, interessiert ihn das nicht und macht halt trotzdem weiter. Ah, du fragst, wie hast du eigentlich deine anderen Freundinnen kennengelernt? Mhm. Genau, dann sagt er über Chat. Ist das jetzt auch der Punkt, wo er quasi offenbart, dass er schon mal was mit einem Kind gemacht hat? Hier. Boah, hatte insgesamt 3 junge Freundinnen. Alle 12, 12 und 13. Liebe es, wenn meine Freundin kleine Brüste hat. Ist das dann der Punkt, wo du deine Sachen parkst und dich aufmachst zur Polizei? Ja. Da gibt es keine angemessene Strafe für. Die Menschen sind dazu bereit, ein Leben oder mehrere Leben komplett zu zerstören, nur damit sie 2 Minuten ihren Spaß haben können. Das ist für mich im Grunde genommen das Gleiche wie Mord. Nur halt eben nicht an einem Körper, sondern an der Seele. Weil diese Menschen, diese Kinder werden nie ein normales Leben führen können. Laut Landesanstalt für Medien NRW hat jedes 4. Kind zwischen 8 und 18 schon mal einen Erwachsenen online kennengelernt, der es nach einem Treffen offline gefragt hat. Aber sowas passiert bestimmt nicht den eigenen Kindern, oder? In Görlitz sichert Steffen die Datenträger. Schon bei der Durchsuchung hat er die Dateien überflogen. Was war das jetzt genau? Also hauptsächlich, was jetzt der zweite Beschuldigte hatte, waren die Inhalte aus dem Darknet. Das heißt, das war schon ordentliches Material im Sinne von nicht nur Posing-Material, was man vielleicht aus früheren FKK-Zeitschriften gekannt hat, mal Kinder irgendwie am Strand oder Nudisten-Camps oder sowas. Ah, okay. Also Bilder, die nackte Kinder zeigen, ohne sie bewusst zu sexualisieren. Laut Steffen wissen viele Männer nicht, wie man an explizitere Kinderpornografie rankäme. Der letzte Beschuldigte schon. Seine Fotos zeigten vor allem Kinder zwischen 1 und 3, auch bei der Vergewaltigung. Aber mit Kleinkindern, Säuglingen, das ist schon Seltenheit. Also da muss man schon ein bisschen tiefer in der Szene drin stecken. Nach der Sicherung der Daten haben wir den Mann übrigens wieder zu seiner Arbeit gefahren. Konträr zu meinem Rechtsempfinden. Da habe ich gedacht, boah, der muss doch weg hier. Den müssen wir mitnehmen. Der wohnt ja sogar mit Kindern, oder? Ja. Wir haben noch keinen Nachweis dazu, dass er sich jemals an seinen eigenen Kindern vergangen hat. Ja. Und bis das nicht bewiesen ist, werden wir dort in der Familie nicht noch mehr zerrütten, als das, was wir jetzt gemacht haben. Liegt der Verdacht vor, dass ein Konsument auch Missbrauchstäter ist, werden die Kinder sofort aus der Familie geholt. Die Zahlen zeigen aber, ein Elternteil, das solche Inhalte konsumiert, ist nicht automatisch eine Gefahr für seine Kinder. Bei Würstchen mit Senf, Themen, die eigentlich den Appetit verderben. Wie viel Täter steckt in den Konsumenten von Kinderpornos? Ermittlerin Doreen findet: Ich denke, das ist so vielleicht auch dieses Hauptproblem, wenn er sich überhaupt nie seiner Verantwortung bewusst ist. Also, dass er wirklich Straftaten begeht und nie bloß Bilder anguckt, sondern diese Bilder ja auch, wie du vorhin schon sagtest, ne, Straftaten an Kindern ja widerspiegeln. Für den ist das ja sexueller Lustgewinn in dem Sinne. Das ist schlussendlich, wenn eine erwachsene Frau in irgendeinem Pornofilm besonders, ich sag's mal auf gut Deutsch, besonders hart rangenommen wird, könnte man ja auch mitleidend empfinden. Oder man findet es halt als Lustempfinden steigern. Ja. Schlussendlich ist das ja das, was darin gesehen wird. Ein Objekt, was meine Lust steigert. So wie ein Objekt fühle ich mich in meiner Recherche auch oft. Ich bin echt schockiert, wie leichtsinnig manche Männer A, mit ihren Daten umgehen und B, wie wahnsinnig schnell sie ein 12-jähriges Mädchen einfach nur sexualisieren. Also gerade ein Mann hat mir mehrere Bilder von seinem Glied geschickt.
Sowohl nackt als auch in Unterhose. Ich habe danach nie gefragt. Diese Bilder hat er dann zum Anlass genommen, mich stark unter Druck zu setzen, auch Bilder von mir zu schicken. Der Typ ist auf seinem Profilbild mit seinem Kind zu sehen. Ja, kein Scherz. Und ein Mann lässt mich komplett sprachlos zurück. Der hat mir Videos geschickt, wie er sich eine Zahnbürste anal einführt. Und ihr kennt diese Halterung für Küchenrollen? Diese langen? Ja, ist in dem Fall aus Holz. Da hat sich der Mann auf die Halterung von der Küchenrolle gesetzt. Nochmal, der denkt, ich bin 12. Wahnsinn. Boah, das ist so eklig. Keine Ahnung, wie ich das verarbeitet hätte, wäre ich wirklich 12. Ich kontaktiere die Betreiber von Fliss. Es heißt, man wisse nichts davon, dass Fliss für Cybergrooming genutzt werde. Man wolle das Mindestalter aber nun auf 18 erhöhen. Ob das hilft, ist fraglich. Die Altersbeschränkung ist nach wie vor leicht zu umgehen. Optisch ist die App für Kinder ansprechend. Aber Fliss ist nur ein Beispiel von vielen. Was hier abgeht, passiert wohl auf etlichen Apps. Hi, hallo, schön dich zu sehen. Natürlich. Danke, dass du dir nach der Arbeit noch Zeit genommen hast. Mach ich gern. Super, wir verkabeln dich erstmal rasch. Okay. In Würzburg treffe ich Nico. Ich will verstehen, wie sich Cybergrooming für Kinder anfühlt. Mit 10 lernt er einen Mann im Internet kennen. Einmal treffen sich der Fremde und er im Real Life. Und das war genau hier. Da, wo ich hin an der Hauswand, dieses Dominikanerplatz 4 steht, da war der gestanden und ich war an dem Baum da gestanden und habe halt gewartet und so geguckt, wo der andere Kumpel halt bleibt, der halt nie aufgetaucht ist. Der Mann hatte Nico nämlich erzählt, es würde noch ein anderer Junge kommen. Dass das nur ein Vorwand war, hat Nico damals nicht verstanden. Wolltest du den treffen, so von dir aus? Also von mir aus kam das gar nicht. Ne? Ich habe mich da auch, wie gesagt, echt lang, bestimmt ein halbes oder ein Dreivierteljahr immer gedrückt. Der Fremde lockt eine Gruppe von Jungs online auf seinen Minecraft-Server. Er zahlt und sie spielen. Jeder ist also vermeintlich sicher bei sich zu Hause, während online 2 Jahre lang ein Erwachsener sich den Kindern unangemessen nähert. Er wollte halt eigentlich, dass man immer direkt nach der Schule halt bis abends halt bei dem chillt. So, das war halt dem, das, was der immer von einem erwartet hat. Man sollte sich dann auch, wenn man mal einen Tag oder so nicht kommt, auch bei dem melden und sagen, ja, ich komme heute nicht und so Geschichten halt. Ne? Dann ging das halt irgendwann los, dass der halt zum Beispiel gefragt hat, ob man halt schon angefangen hat zu masturbieren oder wie das bei seinen Kumpels ist. Wenn man dann gesagt hat, so, nee, ich will ich nicht erzählen, sage ich nicht. Dann, ja, wenn du mir das erzählst, dann kaufe ich dir zum Beispiel ein Spiel. Hat sich das angefühlt wie ein fairer Tausch? Ich habe mir damals gedacht, naja, okay, ich kriege da irgendein Spiel und ob der das jetzt weiß oder nicht, ich hab halt nicht so weit gedacht, also was da das Interesse halt dahinter ist. Ne? Ich habe mir gedacht, naja, mein Gott, okay, ne, dann weiß der das halt. Der hat auch durchaus sich mal darüber geäußert, über Pädophilie. Ne? Ja. Nicht sich selber als Pädophil geoutet, aber der hat was darüber gesagt? Also der meinte im Prinzip, ja, das wäre eigentlich auch nur eine ganz normale Sexualität wie alles andere. Und ob man jetzt 10 oder 14 ist, naja, wenn das der sagt, ja, okay, ich mache damit, dann wäre das ja eigentlich gar nicht so schlimm, weil dann würden sie ja beide wollen so. Über 2 Jahre tauschen die Jungs mit dem Mann intime Informationen gegen Spiele. Manche treffen sich mit ihm. Ein Fall ist bekannt, in dem der Mann und ein fremdes Kind vor der Kamera masturbiert haben sollen. Was meinst du, ist der Grund, dass ihr das nie irgendwem Erwachsenen erzählt habt? Also für mich war das eigentlich so, dass ich mir gedacht habe, naja, wenn das was Schlimmes wäre, dann wäre das ja kein Erwachsener, der das macht. So, und dann dachte ich mir, naja, da ist ja ein Erwachsener dabei. So. Eltern eines Freundes bekommen zufällig mit, dass es online einen Mann gibt, der komische Dinge fragt. Als die Polizei daraufhin involviert wird, versteht Nico nicht, warum. Also da kam halt meine Mutter zu mir und meinte, ey, da ist ein Brief von der Polizei. Da ich so, oh Scheiße, ne, was hast du gemacht? Wurdest du irgendwie bei irgendwas erwischt? Und das war gar nicht das Erste, woran ich gedacht hatte. Nur wurde dann halt angefangen, ja, und da wäre irgendwie ein Mann im Internet und wie redest du da mit jemandem? Natürlich hast du auch von dem halt Spiele bekommen, die du hättest nicht bekommen dürfen normalerweise, ne, vom Alter her, sage ich jetzt mal, wo du dir halt gedacht hast, naja, wenn die das jetzt wissen, dann dürfst du es nicht mehr spielen. So, ne? Wenn die das wissen, dann wissen die vielleicht auch, dass du mal länger als bis um 10 gespielt hast, sondern auch mal bis um 11 oder 12 und sowas halt. Ne? Nikos Geschichte macht ein Dilemma deutlich. Wir wollen unsere Kinder behüten. Wenn wir aber Gefahren nicht beim Namen nennen und Kinder über Pädokriminelle im Netz nicht aufklären, bleibt in ihrer Welt das schlimmste vorstellbare Übel, verbotenerweise zu lange gezockt zu haben. Und die Gefahr im Internet ist noch größer, als ich dachte. Ich habe mittlerweile Kontakt zu 14 Männern. Mit einem ist Leni heute verabredet. Wir sind jetzt gerade in Göttingen
und packen jetzt noch unsere Sachen weg. Und was auch crazy ist, so während wir eigentlich jetzt auf dem Weg sind, den einen zu treffen, schickt mir ein anderer Kandidat gerade ein Bild von seinem Schwanz. Habe ich gerade mit größter Genugtuung bah zurückgeschrieben. Sieht ekelhaft aus. Sieht auch ekelhaft aus. Der Mann kommt extra mit dem Zug gefahren. Wenn er mir sagt, welchen Zug er nimmt, dann würde es vielleicht schon Sinn machen, wenn einer den abfängt. Er soll Mitte 20 sein und hat Leni detailliert von seinem Sexleben erzählt und schnell ein persönliches Treffen vorgeschlagen. Hoffentlich erkennen wir ihn. Dann, kurz vorher, droht das Treffen zu kippen. Uns ist natürlich genau das passiert, was eigentlich klar war, das passiert. Er hat angerufen. Ich bin jetzt natürlich nicht drangegangen erstmal. Es gibt nur diese eine Chance, einen Mann live zu konfrontieren. Alle anderen Männer konfrontiere ich am Telefon. Drei lassen sich auf ein längeres Gespräch ein. Alles Männer, die mich als Leni schon seit Wochen zu kennen glauben. Finden Sie etwas komisch daran, dass ein erwachsener Mann einem Mädchen Geld dafür geben will, Fotos von sich zu machen und die zu versenden? Jetzt, wo ich sage, schon. Ich lege meinen Daumen und Zeigefinger meiner linken Hand ganz oben um meinen Sack, ziehe sanft daran, sodass meine Vorhaut zurückgezogen wird und der erste Tropfen über meine Eichel perlt. Lege meine rechte Hand um meinen Schwanz, streichle mit den Daumen zärtlich über die Eichel und verreibe meinen Saft auf der Oberseite, die empfindlichste Stelle und so weiter und so fort. Ist das angemessen, mit einer 12-Jährigen so zu schreiben? Nein. So glauben Sie, dass eine 12-Jährige sehr wohl entscheiden kann, sexuellen Kontakt zu einem Erwachsenen zu haben? Also Sie sagen, die 12-Jährigen heute sind anders als vor 20 Jahren. Sie sagen, sie hätten nie Kontakt zu anderen Kindern gehabt. Das stimmt so leider auch nicht. Das stimmt so nicht. Ich hab noch ein anderes Profil. Ich habe auch diese Chats, die muss ich jetzt hier erstmal suchen. Aber das ist nicht das erste und einzige Mal, dass sie auf der App darauf reagieren, dass ein Kind nicht nur minderjährig, sondern auch unter 12 ist. Was sagen Sie dazu? Ertappt. Ja. Haben Sie ein geistiges Interesse an einer 12-Jährigen? Worüber wollten Sie sich denn mit einer 12-Jährigen unterhalten? Ich kann Ihnen sagen, worüber Sie sich mit ihr unterhalten wollten. Sie wollten relativ schnell wissen, ob sie einen Freund hat. Sie haben kommuniziert, wie gesagt, auf was sie stehen, auf rasierte Muschis. Wenn ich das so lese, habe ich den Eindruck, dass sie doch vor allem ein Interesse an der Kommunikation mit Leni hatten, und nämlich das, sich über Sexualität auszutauschen. Ist das richtig? Ja, sie hat interessiert, was sie bewegt. Und ich nehme das auch gerade fast so ein bisschen wahr, dass sie sich irgendwie freuen, dass überhaupt mal sie mit jemandem darüber sprechen können. Ist das so? Sie sagen gerade, dass man von der Gesellschaft in eine Ecke gedrängt wird und geächtet wird, und da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Sie haben selber eine Tochter. Wie hätten Sie reagiert, wenn Ihre Tochter mit 12 Jahren von einem alten Mann angeschrieben wird, dass er mit ihr kuscheln will, dass er vorbeikommen will? Welche Gefühle hätten Sie gegenüber diesem Mannes gehabt? Schwierig. Das ist zu lange her, da können Sie sich nicht mehr reinfühlen, wie das für einen Vater ist. Können Sie sich nicht reinfühlen. Es klingt ja so, als hätten Sie kein großes Problem damit gehabt, wenn Ihre Tochter sich da mit einem erwachsenen Mann aus dem Internet getroffen hätte. Hätten Sie schon ein Problem mit gehabt, ja. Schämen Sie sich, dass Sie jetzt auf der Seite der Geschichte stehen? Ja. Vielleicht schmiere ich Ihnen das nochmal so aufs Brot. Sie sind in meinen Augen eine Gefahr für Kinder. Können Sie nachvollziehen? Das war jetzt wirklich heftig, denn mit diesem Mann habe ich seit 6 Wochen täglich Kontakt. Und jetzt seine Stimme zu hören und auch zu hören, wie er das ja irgendwie schon zugibt, aber so keinen Erklärungsansatz liefert, und im Grunde nur sagst, ja, du, es tut mir leid und ja, ich schäme mich schon. Das ist wahnsinnig wenig. Wie lange bist du jetzt mit sowas beschäftigt? So
In Görlitz sichtet Steffen die Dateien, die sich auf dem Handy des 17-jährigen Beschuldigten der ersten Durchsuchung befinden. Also in dem Fall ist es ein, ich würde sagen, 4- bis 6-jähriges Kind wird es sein, was halt eben in der Hündchenstellung auf dem Bett weiter vorläuft. Und dann wird's, würde ich jetzt sagen, aufgrund des Dateinamens, weil es halt eben Mami-Finger heißt, durch eine weibliche Person vaginal mit den Fingern penetriert. Ich stelle mir den Ton total schlimm vor. Das ist auch ein extremer Unterschied. Also ein Video, egal wie schlimm es ist, ohne Ton ist definitiv einfacher zu ertragen als mit Ton. Ja. Und wenn ich halt eben merke, okay, da wird Deutsch gesprochen auf dem, auf dem Video, ist zumindest deutschsprachiger Raum, dann muss ich hellhörig werden. Und wahrscheinlich fragt sich manch einer gerade, ob das sein muss. Müssen diese Dinge so drastisch beschrieben werden? Das will doch keiner hören. Es ist ein unglaublich tabuisiertes Thema. Das geht uns in der Polizei genauso. Das will keiner an sich ranlassen. Keiner machen, oder? Genau, das will keiner machen. Das will keiner an sich ranlassen. Jeder möchte gerne in dieser Blase bleiben, wo das nicht existent ist. Das kann ich verstehen. Es heißt auch nie, dass ich jede Geschichte auch bei mir im familiären Kreis, im Umfeld hinterfragen muss. Aber zumindest, dass ich im Kopf dazu bereit bin, dass das eine Möglichkeit wäre, wenn sich jemand besonders komisch verhält oder ich irgendwie ein abweichendes Verhalten halt auch feststelle, sei es im Familienkreis oder ne, dass ich mir zumindest die Möglichkeit lasse, hey, sowas gibt's auch. Übrigens, bei der Polizei gibt es Möglichkeiten, auffälliges Verhalten als Tipp zu melden, ohne es gleich zur Anzeige zu bringen. Der Beschuldigte erfährt nichts davon. Wir sind nur ein Teil davon, dass das bekämpft wird. Aber es ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag, dass wir alle dazu beitragen, dass tatsächlich sowas bekämpft wird. Wir können das nicht alleine leisten. Zur bitteren Wahrheit gehört auch, die Wahrscheinlichkeit, dass Opfer später selbst Täter werden, ist 3-mal höher als bei Menschen, die nie Opfer von sexueller Gewalt geworden sind. Natürlich entschuldigt Aigner erlebter Missbrauch Cybergrooming nicht. Er bietet aber zumindest einen Erklärungsansatz. In Göttingen erhoffe ich mir für heute zumindest ein Schuldbewusstsein. Wir bereiten uns vor, denn der Mann, der Leni in Göttingen treffen will, ist doch in den Zug gestiegen, obwohl ich seinen Anruf nicht entgegengenommen habe. Wir verabreden uns in diesem Café, um den Mann in der Menschenmasse leichter zu erkennen. Wir beobachten den Eingang von draußen und warten. Dann taucht er auf. Als er bemerkt, dass Leni nicht da ist, verlässt er das Café. Ich nehme die Verfolgung auf und stelle den Mann schließlich in Bahnhofsnähe. Ein Interview vor der Kamera lehnt er ab, aber immerhin, er lässt sich auf ein Gespräch mit mir ein. Wir reden etwa eine Viertelstunde. Ich sitze jetzt genau auf der Treppe, wo ich mich gerade mit ihm unterhalten habe. Also erstmal war das der, der er vorgab zu sein. Seine Bilder waren echt, er sah gepflegt aus, wirkte auch so, ich sag mal, Bildungsbürgertum. Er gab an, dass er angeblich kein rein sexuelles Interesse oder kein sexuelles Interesse an Leni hatte, hat aber gesagt, dass er durchaus einräumt, dass es hätte zu einem Kuss kommen können. Er hätte keine Freundschaft auf Augenhöhe gesucht, sondern er hätte prahlen wollen. Er sagte auch, viele seiner Sexgeschichten seien gar nicht echt gewesen. Er sei, hätte im normalen Leben nicht unbedingt mega Glück bei Frauen und fand die Vorstellung spannend, ein Mädchen zu haben, dem er leicht imponieren kann. Ich habe ihn dann natürlich ganz klar gefragt, hast du eine pädophile Neigung, hast du eine hebephile Neigung? Das hat er abgestritten, meinte nein, auf keinen Fall. Also ich habe schon den Eindruck, dass man nicht kleinreden kann, dass sich ja ein Mitzwanziger mit einer 12-Jährigen treffen wollte. Mein Eindruck? Nicht immer ist eine ausgeprägte Vorliebe für Kinder die Ursache für Cybergrooming. Manche Täter scheinen das Alter viel mehr für die Chance auf schnellen Sex in Kauf zu nehmen. Dieses Handy hier begleitet mich jetzt seit etwa 2 Monaten und ich bin so froh, das jetzt einfach weglegen zu können. Ich bin nicht das Opfer dieser Geschichte. Das Opfer sind Kinder, denen das wirklich passiert. Ich glaube nur, dass mir die Recherche extrem vor Augen geführt hat, wie häufig diese Geschichten sind, wie viele Kinder mit Geheimnissen durchs Leben gehen. Denn hinter jeder unangemessenen Nachricht, hinter jedem Kinderporno, steckt ein Kind, das leidet. Deshalb, redet mit euren Kindern. Vor den Gefahren online ganz schützen kann sie keiner. Sie bestmöglich darauf vorbereiten, ist deshalb umso wichtiger. Unsere neueste Reportage findet ihr jetzt schon in der ARD-Mediathek. Habt ihr auch schon mal solche Erfahrungen gemacht? Schreibt es uns in die Kommentare. Außerdem haben wir euch noch eine spannende Recherche von unseren Kolleginnen von Vollbild verlinkt.